Karin Neff, 44-jährig, geschieden, ein Kind, Hausfrau und Mittelschullehrerin. Aha, arriva. Susanna? Karin Neff ist italienisch- und französischlehrerin am Gymnasium in Winterthur. Sie verbrachte ihre Jugend im Tessin. Die Eltern waren selbst Lehrer. Seit der Scheidung vor 1,5 Jahren wendet Frau Neff wöchentlich 30 Stunden für ihre Lehrertätigkeit auf. Das ist kein volles Pensum. Sie gibt 19 Stunden Schule, den Rest bilden Vorbereitung und Korrekturen. Obwohl viele Frauen den Lehrerberuf wählen, an zürcherischen Primarschulen unterrichten heute mehr Frauen als Männer, befindet sich Karin Neff in einer beruflichen Sonderstellung. Sie übt eine hochqualifizierte Tätigkeit aus und gerade hier sind Frauen nach wie vor in der Minderheit. In zürcherischen Mittelschulen ist nur jeder 8. Lehrer eine Frau. Ist es für Sie ein Unterschied, ob Sie einen Lehrer oder eine Lehrerin haben? Ja, es macht schon einen kleinen Unterschied. Wenn eine Lehrerin vorne dran steht, dann ist es irgendwie für mich schon ein anderes Gefühl, als wenn da irgendein Lehrer dort steht. Man schaut es einfach ein bisschen anders an. Ja, nicht unbedingt. Das kommt ja nicht darauf an, ob es ein Lehrer oder eine Lehrerin ist. Hätten Sie lieber beim Lehrer Italienisch? Ja, ich schon, persönlich. Warum? Ich weiß eigentlich auch nicht. Ich habe lieber bei Lehrer Schule als bei Lehrerinnen. Ich suche keine persönliche Beziehung zum Lehrer, darum ist es gleich, ob es Mann oder Frau ist. Also ich finde keinen großen Unterschied. Es kommt einfach ganz auf den Typ an. Im Lehrerzimmer ist alles ordentlich geregelt. Jeder Lehrer hat seinen Platz. Die Hilfslehrer sitzen in der Mitte, die gewählten Hauptlehrer am Fenster. Im Gymnasium Winterthur arbeiten rund 130 Lehrer, Hauptlehrer und Hilfslehrer. Sie unterrichten über 1150 Schüler aus Winterthur und Umgebung. Karin Neff ist gewählte Hauptlehrerin. Warum sind Sie Lehrerin geworden? Ja, das hat mich eigentlich schon immer interessiert. Und mehr eigentlich, dass ich dadurch Kontakt habe mit jungen Leuten, als dass ich ein Fach vermittle. Schon auch. Natürlich, es ist schön, wenn man sieht, dass am Schluss etwas könnte. Aber was mich interessiert, sind eigentlich mehr Menschen in den Schülern. Würden Sie also heute wieder Lehrerin? Ja, ja, sicher. Ist Lehrerin nicht insofern ein Abstellgleis? Beispielsweise hat es an zürcherischen Mittelschulen nicht eine Rektorin. Woher kommt das? Hat es keine? Ist nicht, oder ist das jetzt nicht mehr an der Töchterschule, an der Frauenbildungsschule? Nein. Rektorin war nicht mehr. Aber woher kommt das, dass an mehreren Mittelschulen nicht eine Rektorin hat? Wahrscheinlich, weil die Rektoren aus dem Gremium der Lehrer gewählt werden und es hat einfach viel mehr männliche Mittelschullehrer als Frauen. Das würde aber nicht ausschliessen, dass eine Frau vorgeschlagen werden könnte? Nein, gar nicht. Warum wird keine vorgeschlagen? Vielleicht hat sich noch keine so profiliert im Gremium der Kollegen, dass sie vorgeschlagen wird. Wie könnte man das Ihrer Meinung nach ändern? Nur indem sich die Frauen selber besonders einsetzen und profilieren. Einsetzen zusammen oder wie? Nein, jede auf ihrem Posten. Ich glaube nicht, dass man sich da zusammen politisch oder irgendwie kann. Wie das Herr Schmitz. Sie hat eine Frau, würden Sie meinen, könnte das etwas ändern? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es nicht in so allgemeinen Vorstellungen und Schemen gebracht werden kann. Das kann nur jede einzelne Frau an ihrem Platz. Karin Neff arbeitet in Winterthur und wohnt in Wallisellen. Einmal täglich fährt sie hin und zurück. Zu Hause wird sie von ihrem 6-jährigen mongoloiden Sohn Peter, einer Pflegetochter, einem Au-pair-Mädchen und den Hunden Alex und Stumpi erwartet. Der große Haushalt lässt sie sehr selten zur Ruhe kommen, denn zu den Hausbewohnern gesellen sich noch oft Gäste. Das Hauptproblem ist jedoch Peter, der Sohn. Er will nie allein gelassen werden,
Auf jeden Besuch reagiert er eifersüchtig und beansprucht die Mutter am liebsten für sich ganz allein. Der Halbtagskindergarten für Behinderte und Britta, das Au-pair-Mädchen, bringen Karin Neef wenigstens tagsüber Entlastung. Nachts steht sie 3 bis 4 Mal auf, um ihren Sohn zu beruhigen und ihm kleine Wünsche zu erfüllen. Karin Neef könnte sich entlasten, wenn sie Peter in ein Heim brächte. Warum behält sie ihr Kind zu Hause? Warum gibt sie es nicht zur ständigen Pflege weg? Ja, ich könnte Peter nicht in ein Heim tun. Erstens, weil ich ihn gerne um mich herum habe. Und auch, weil ich überzeugt bin, dass so gute Heime sind. Es gibt sehr gute Heime, die sehr gut eingerichtet sind und gutes Personal haben. Und ich habe auch solche gesehen und besichtigt, weil es wichtig ist, dass so ein Kind eine feste Bezugsperson hat und das auch nicht immer möglich ist in einem Heim. Und weil auch die Heimleiter und Ärzte und Heilpädagogen sich einig sind darin, dass wenn ein Kind daheim sein kann, dass es immer noch besser ist, auch wenn es viele Möglichkeiten nicht hat für das Kind, dass es daheim lebt. Ja, dort ist die Barriere. Kannst du auch gehen? Zu, ja, so. So muss ich kehren. So. Jetzt kannst du sie zumachen. Jetzt müssen wir den Zug draufsetzen. Ja. Gut. Da. Sagt der Zug, bitte, bitte, mach auf. Machst du auf? Ich hatte lange kein Kind. Und bin dann schon 38 Jahre alt, als Peter geboren ist, und habe dort eigentlich nicht mehr mit einem Kind gerechnet. Und erstens mal, weil ich schon ein bisschen älter war und weil das dann ein invalides Kind war, habe ich mich ganz besonders um ihn gekümmert. Und vielleicht ist das auch einer der vielen Gründe, die es gegeben hat, warum meine Ehe dann nicht mehr so gut gegangen ist. Ich habe mich zu viel ums Kind und vielleicht zu wenig um meinen Mann gekümmert. Gut. So, wir haben noch mal eine, was? Den. Nein. Da drauf setzen, da drauf setzen. Nein, auch her. So, ja. Das war ganz gut gewesen. So, da rein. Ja. Was für Nachteile hat deine Entscheidung gebracht? Ich musste mich halt sehr gewöhnen, als allein sein. Das erste Mal. Und auch mit dem Kind, dass ich Verantwortung mehr müssen übernehmen, mich allein gsi bin, mich mit ihm abzugeben. Und so steht halt im Haus vielleicht kleinere Sachen, die ich dann plötzlich selber machen musste. Bei der Arbeit, auch sagen wir, nicht direkt beruflich, aber nebenberuflich, hat meine Mama mir viel geholfen in Redaktionssachen und bei Übersetzungen und mit Ratschlägen. Und da musste ich dann schon plötzlich schauen, wie ich das allein machen kann oder selber machen. Haben sich die Leute ihnen gegenüber anders verhalten nach der Scheidung? Das war ganz lustig. Zum Teil schon. Aber es hat Freunde gehabt, die sich für mich oder für meinen Mann entschieden haben. Aber es hat die meisten eigentlich sehr nett, einfach beide weiter akzeptiert und mit beiden weiter verkehrt. Mhm. Haben Sie sich einen neuen Bekanntenkreis aufgebaut? Ich habe mir kein neuer Bekanntenkreis aufgebaut. Jetzt, es hat sich eine gewisse Erweiterung gegeben durch eine vermehrte Tätigkeit außerberuflich. Aber eigentlich kann ich nicht sagen, ich habe einen neuen Bekanntenkreis jetzt. Und was für Vorteile haben Sie durch die Scheidung? Vorteil einerseits. Einerseits mehr Zeit und andererseits weniger Zeit. Und dass ich mir können, gewisse Sachen aufbauen konnte, die ich. Nein! Ich muss nicht reden. Ich muss reden, gell? Ein Bereich an Betätigung können aufbauen oder müssen aufbauen, der mich jetzt sehr befriedigt. Und ich mache viele Sachen, die ich vorher nicht gemacht habe. Ja. Und was für Voraussetzungen müssen dann erfüllt sein, dass sie sich wieder verheiraten würden? Da müsste vor allem
jemand sein, der den Peter ganz akzeptiert und der mir hilft. Er kommt jetzt ein bisschen in eine schwierige Phase und muss schon ein bisschen fest erzogen werden. Au! Au! Nein, jetzt nicht. Nachher. Und jemand, der mir mein persönliche wo mir ermöglicht, dass ich meinen persönlichen Bereich weiter kann wahren und die Tätigkeiten, die ich jetzt angefangen habe, die ich jetzt ausgebaut habe, kann weitermachen. Soziale Arbeit oder. Neben meiner Schularbeit habe ich noch verschiedene Verpflichtungen übernommen. Zum Beispiel bin ich in der Bezirksschulpflege Bülach. Dort ist meine Aufgabe, Primar-, Sekundar- und Reallehrer zu besuchen. Daneben arbeite ich für die Schweizer Freunde von Danilo Dolci. Danilo Dolci ist ein Sozialreformer in Sizilien und wir schauen, dass wir ihm da durch Geldsammlungen und Informationen seine Arbeit ermöglichen oder erleichtern. Und weiterhin arbeite ich für die Sozialdemokratische Partei in Wallisellen, wobei ich mich da auch vor allem um Schulprobleme kümmere oder allgemein soziale Probleme betreffend Invaliden. Das Leben von Karin Neff ist ausgefüllt, fast überfüllt durch Pflichten und Notwendigkeiten. Kind, Beruf, Haushalt und Nebentätigkeiten verlangen eine intensive und kräftezehrende Hingabe. Für Muße und Erholung bleibt wenig Zeit. In meiner Freizeit da gehe ich zu mich entspannen, mit den Hunden spazieren. Oder wenn ich daheim bin, höre ich Musik. Wenn ich nicht sehr müde bin, höre ich klassische Musik, vor allem Vivaldi. Viel Barockmusik oder zum mehr entspannen vielleicht einmal Lieder von Giorgio Gaber, das ist ein italienischer Protestsänger. Ja, das Jahr der Frau. Es ist sicher recht, dass man einmal auch die Frau hervorhebt und zum Wort kommen lässt. Aber sonst schaue ich das also relativ an. Das kann man also wirklich anschauen, wie man will. Ich würde sagen, es hat früher schon Familien gegeben, wo die Frau jemand war. Und das gibt es sicher auch heute. Es ist sicher in manchen Familien vielleicht mehr zum Bewusstsein gekommen, dass man auch die Frau anerkennen tut in ihrer Arbeit und in ihrer Persönlichkeit. Aber man muss dann auch aufpassen, dass es nicht ins Gegenteil umschlägt, dass bis zuletzt sich vielleicht Männer emanzipieren müssen und statt Frau. Rita Weber, Beruf Hausfrau, Gattin eines Briefträgers und Mutter dreier bald erwachsener Kinder. Aufgaben: sorgt für das Wohlbefinden der Familienmitglieder und nimmt die hausfraulichen Pflichten wahr. Alter: 43 Jahre. Wohnort: ein Einfamilienhaus in Eschens, Kanton Thurgau. Als Hausfrau und Mutter schaue ich einfach, das möglichst Beste machen für meine Familie und für sie zu sorgen, so gut ich kann. Solange Kinder heim sind, ist das schon eine Aufgabe, die mich erfüllt. Wenn ich weiss, dass sie mich brauchen und auch, dass ich möglichst daheim bin, wenn sie von der Schule heimkommen und der Mann von der Arbeit heimkommt. Die ganze Hausarbeit ist für mich schon eine befriedigende Arbeit. Solange die Familie vollständig ist. Aber wenn wir einmal allein sind, dann fühlt mich das allein nicht mehr aus. Ein Salär beziehen als Hausfrau, das ist problematisch, das ist heute einfach fast nicht möglich. Ich meine, wenn ein Mann grosszügig ist, gibt er der Frau wenigstens ein Sackgeld rechts. Dass eine Hausfrau für ihre Arbeit auch entschädigt wird, wäre schon richtig, aber ich sehe nicht die Möglichkeit, wie das zu machen wäre. Eine Hausfrau, nur Hausfrau, wird von vielen Männern sicher nicht voll anerkennt. Also ich finde, es hätte heute schon besser, weil sich die Frauen einfach auch wehren und sich bewusst sind, heute mehr bewusst sind, was für eine Arbeit sie leisten. Und die Männer sehen das heute auch besser ein, als vielleicht noch nur vor 20 Jahren. Es hat auch Kolleginnen, die Berufe haben, die vielleicht zum Teil nur Hausfrauen herunterschauen.
Ich empfinde das nicht, denn ich finde, ich habe meine Aufgabe. Und vorläufig habe ich noch genug zu tun mit dieser Aufgabe. Und dann empfinde ich das nicht persönlich. Meine liebste Haushaltbeschäftigung ist Kochen. Ich koche sehr gerne Kochen. Wir waren daheim eine grosse Familie. Es waren 5 Buben und 4 Mädchen. Und wir waren nicht so situiert, dass alle einen Beruf lernen konnten. Und da durften halt einfach Buben dürfen etwas lernen und wir Mädchen nicht. Ich wäre gerne Köchin geworden oder Krankenschwester. Das wären die zwei Berufe, die ich gerne gelernt hätte. Und heute habe ich, übertrage ich das einfach im Haushalt. Ich habe einfach Freude am Kochen und tue jetzt mit ihm meine Familie vermühlen. Ich empfinde es gar nicht als ungerecht, dass meine Brüder noch etwas lernen können. Denn sie sind schließlich die, die mal eine Familie ernähren müssen. Und wir Frauen meistens nicht, wenn man nicht allein bleibt. Heute empfinde ich es schon, dass ich keinen Beruf gelernt habe. Denn eben, wenn meine Kinder mal ausfliegen, wäre ich froh, hätte wieder einen Beruf, den ich vielleicht wieder zurück könnte in den Beruf. Man hätte es durch das viel schwerer, um wieder in irgendetwas hineinzukommen. Aber wie die Verhältnisse da waren, war das schon gerechtfertigt. Die Bündnerin Rita Weber ist seit 20 Jahren mit ihrem Mann Ottmar verheiratet. Die 16-jährige Tochter Ines besucht zurzeit die Abschlussklasse der Sekundarschule und möchte anschließend gerne Säuglingsschwester werden. Auch die 14-jährige Madeleine besucht die Sekundarschule. Sie weiß noch nicht, welchen Beruf sie einmal wählen will. Der 19-jährige Sohn Elmar hat nach einer abgeschlossenen kaufmännischen Lehre eine Ausbildung zum Krankenpfleger in St. Gallen angetreten und fehlt deshalb am gemeinsamen Mittagstisch der Familie. Das Ziel, das wir verfolgt haben in der Erziehung unserer Kinder, war einfach, Kinder so zu erziehen, dass sie einfach in die Gesellschaft hineinpassen, in die menschliche Gesellschaft. Und dass sie vor allem auch ein Gefühl haben für die Mitmenschen und nicht nur als Egoisten erzogen werden. Und darum hätten wir auch nie nur ein Kind wollen. Ja, wenn wir nur eins bekommen hätten. Aber sonst sind wir bewusst, haben wir mehrere Kinder wollen. Wir haben Kinder, Mann und die zusammen erzogen. Klar ist der grössere Teil der Erziehung bei den Kindern so lang, sagen wir, bis zum 10. 12. Lebensjahr schon bei mir gewesen. Aber jetzt, wo die Kinder grösser sind und andere Probleme kommen, da tut der Papa mindestens so viel mithelfen in der Erziehung wie ich. Und das ist einfach wichtig, dass die Kinder das Gefühl haben, dass man miteinander Sachen entscheidet und miteinander Probleme bespricht. Und dass man den Papa begrüßt und der Papa im Schluss einfach noch kann der Entscheid fällt, man macht es so oder nicht. Also wir tun das so in unserer Familie handhaben. Zurzeit arbeitet Rita Weber aushilfsweise in der Sennerei in Eschens. Sie hat früher auch ab und zu im Service mitgeholfen, weil ihr der Kontakt mit Leuten Freude macht. Ich gehe gerne zeitweise oder aushilfsweise arbeiten, weil ich einfach gerne den Kontakt mit den Leuten habe. Ich brauche das einfach. Ich bin ein Typ, der nicht nur daheim sein kann, der einfach irgendwo eine Aufgabe braucht. Sei es in der sozialen Einsatz oder sei es irgendetwas zum Arbeiten, dass ich einfach mit den Leuten Kontakt habe. Ich brauche das einfach. Und ich bin viel erfüllter, wenn ich das machen kann ab und zu. Und ich sehe dann auch die kleinen Probleme daheim nicht mehr so gross. Und ich finde, das ist auch für die Familien ein Vorteil. Mein Mann hat es am Anfang schon nicht gern gesehen, wenn ich bin geschaffen, weil das Gefühl hatte, ich habe einfach daheim genug zu tun. Aber er hat gesehen, dass ich Freude daran habe und er hat sich dann abgefunden damit und hat dann auch gesehen, dass ich mich zu meinem Vorteil verändert habe. Und dann war ihm das auch recht. Dann hat er in dem Moment auch profitiert von dem. Eigenes Geld haben ist für mich schon ein angenehmes Gefühl. Denn es gibt einfach eine gewisse Selbstständigkeit. Und das schätze ich also schon sehr. Dass ich nicht für jedes Bitz muss zu meinem Mann gehen und Geld verlangen. Hier sind die Sachen.
Die kommen von Appenzell oben runter. Da hat eine Schwester im Spital zu Appenzell. Sie war so aktiv und hat für unseren Bazar ganz viele so Sachen gemacht. Ja. Das ist alles diese Sachen. Und der Fink, die neben ihren hausfraulichen Pflichten hat Rita Weber vor einiger Zeit auch die Organisation eines Bazars für ein Altersheim und Alterswohnungen an die Hand genommen. Wie wichtig ist Ihnen das Familienleben? Mir soweit also sehr wichtig, weil Problem finde ich, kann man die Haie einfach lösen miteinander, gemeinsam. Wenn ich es alleine nicht kann verarbeiten, können mir die Eltern oder Geschwister dabei helfen. Wie sieht es bei Ihnen aus? Können Sie das auch? Ja, wenn ich Probleme habe, gehe ich auch hauptsächlich zuerst zu der Mutter und dann besprechen wir das miteinander. Und ich finde es sehr wichtig, dass man das Vertrauen hat zueinander und den anderen richtig kennt und so kann brauchen, wenn man Probleme hat. Wie sieht in Ihrer Auffassung nach die ideale Hausfrau aus? Was für Kriterien muss sie für Sie erfüllen? Was ich von meiner Mama erwarte, ist, dass ich einfach einen guten Service habe von ihr, gutes Essen und ich helfe auch jemand dabei beim Kochen. Und ich bin auch mal froh, wenn ich heimkomme und die Wäsche gemacht ist. Haben Sie das Gefühl, Sie führen eine partnerschaftliche Ehe? Ja. Ist das immer so gewesen? Nein, am Anfang eigentlich nicht so. Und worauf führen Sie das zurück? Ja, das hat sich einfach so ergeben, dass wir die Probleme sind dann eigentlich auch mit den Ehejahren sind die Probleme grösser geworden. Die Kinder sind gekommen. Und man hat dann gesehen, dass man also vieles miteinander muss lösen muss. Man kann da nicht. Eins allein kann nicht so gut entscheiden. Und ich finde, dass es eigentlich immer wichtiger ist, je grösser das Kind und das Problem wäre, dass man miteinander hier zusammenhebt. Wenn es am Anfang nicht so war, wir sind nicht so erzogen worden. Da war einfach der Papa in beiden Familien dominierend und hat das Machtwort gekriegt. Und dann hat man sich auch zuerst müssen sich das aneignen, dass man einfach gegenseitig aufeinander hört und Rücksicht nimmt aufeinander. Ines, möchten Sie mal ein Leben führen wie Ihre Mutter? Ist das ein Idealleben für Sie? Ja, nein, ich würde es vielleicht ein bisschen mehr vielseitiger nachlegen. Ich glaube, ich würde es noch machen. Dass Reisen oder so noch ein bisschen mehr drin kommt. Nicht nur im Haushalt. Aber eine Ehe wäre auch Ihr Ziel? Und ja, sicher. Ja, ja. Und wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, also mir ist die Ehe eigentlich auch mein Ziel. Und ich finde auch, dass meine Mutter viel arbeiten muss. Dass sie Freizeit eigentlich nötiger hat und dass sie auch mal richtig Ferien machen und verreisen und richtig abstellen. Ich hoffe, dass das bei mir später mal der Fall ist. Und bei Ihnen? Wollen Sie so ein Familienleben führen, wie Sie es daheim führen? Ich stelle mir einfach darunter vor, dass ich als Vater später mal mich sehr mit den Kindern abgib und vielleicht in Sachen Erziehung, in Sachen Hausaufgaben und so, vielleicht mich ein bisschen mehr einsetzen, als das bei uns der Fall war, zum Beispiel. Haben Sie im Laufe Ihrer Ehejahre müssen gewisse Ansprüche, die Sie an Ihre Frau hatten, ändern? Vielleicht schon das eine oder das andere Problem. Aber ich würde so sagen, der Mann gibt schon eine gewisse Richtung an. Aber wenn man das Gefühl hat, man finde die Richtung nicht ganz genau, so tut man sich dann auch anpassen. Ihre Kinder sind jetzt hier alle erwachsen und werden über kurz oder lang das Elternhaus verlassen. Macht Ihnen das keine Angst? Wohl, das macht mir schon Angst. Denn ich habe meine Kinder sehr gerne. Und ich habe gerne ein bisschen Betrieb um mich herum. Und ich habe mir schon überlegt, was ich nachher mache. Vermutlich werde ich eine Halbtagsstelle annehmen oder vielleicht zwei, drei halbe Tage in der Woche aushelfen. Also ich konnte keinen Beruf lernen und durch das wird es schwieriger sein, aber ich werde sicher etwas finden, das mir zusagt. Und auch, ich habe mir auch überlegt, wie das sein wird, wenn der Mann und ich allein sind. Ob wir den Kontakt zueinander wiederfinden, wie wir ihn früher hatten. Denn die letzten Jahre musste ich einfach mich viel mehr den Kindern widmen und hatte wenig Zeit. Wir hatten wenig Zeit füreinander, der Mann und ich. Aber heuer in der Sommerferien haben wir jetzt zuerst mal wieder die Sommerferien allein miteinander verbracht. Wir haben grosse Sachen unternommen, wir sind fast immer zu Hause, aber wir haben schön gehabt miteinander und wir haben den Kontakt gefunden zueinander und auch das Gespräch. Und in dem Sinn macht es mir jetzt für die Zukunft wirklich keine Sorgen. Ich glaube, es wird schon gut gehen, dass wir den Weg zueinander einfach wieder vermehrt finden.
Lilian Just, 23-jährig, Hausfrau, Mutter und Kassiererin. Lilian und Charles Just leben mit ihren beiden Kindern in einem Außenquartier von Zürich. Sheila, die 5-jährige Tochter, besucht bereits den Kindergarten. Ihr kleiner Bruder Sascha ist erst 2 Jahre alt. Der Familienvater arbeitet bei den Zürcher Verkehrsbetrieben als Buschauffeur. Lilian Just hat einen strengen Tag hinter sich. Donnerstags, freitags und samstags arbeitet sie als Kassiererin in einem Einkaufszentrum. Justs verkehren kaum mit Kollegen oder Freunden. Arbeit und Familienleben füllen ihre Zeit aus. Ungefähr 1000 Franken bringt Lilian Justs Beschäftigung im Monat ein. Ein willkommener Zustupf für die Familienkasse. Ich gehe erstens mal arbeiten aus finanziellen Gründen, dass wir uns mehr leisten können. Und dann werde ich nicht den ganzen Tag gut daheim sein. Ich meine, die ganze Woche daheim und am Morgen das Haus anmachen und nachmittag spazieren oder mit den Kindern spielen. Das ist etwas, was mich auf Dauer einfach nicht ausfüllt. Ich mache die Arbeit gerne und sie bedeutet Abwechslung für mich. Auf jeden Fall, dass man mal andere Leute kennenlernt. Und dass man nicht immer in den gleichen 4 Wänden ist. Also mit den Kunden und Kundinnen hat man also überhaupt keinen Kontakt. Die kommen einfach und kaufen die und dann gehen sie wieder. Man lernt Arbeitskolleginnen kennen. Man geht miteinander essen und wir sprechen über dies und jenes. Familie, das Arbeitsverhältnis und weiter ist eigentlich nicht. Und dann ist der Kontakt eigentlich, wenn die anderen kein Kind haben, der Kontakt eigentlich gar keinen grossen Sinn. Mein Beruf. Das ist mehr oder weniger zum Geld verdienen, aber im Beruf vor allem für sich kann man dir nicht sagen. Weil Kassieren, das muss man ja nicht lernen. Oder es ist einfach so ein Job, wie man heutzutage sagt. Dann noch mal probieren. Du, komm. Dann noch mal probieren. Während Lilian Just dem Job nachgeht, hütet ihre Tante die Kinder. Die Tante besorgt auch das Nötigste im Haushalt. Aufgaben wie Waschen und Putzen werden von Lilian Just an ihren freien Tagen erledigt. Sie sieht in ihrer Doppelbelastung keine Nachteile. Ich glaube nicht, dass das den Kindern etwas ausmacht, wenn ich arbeite. Es ist höchstens. Ich habe das Gefühl, dass es manchmal ein Vorteil ist. Erstens werden sie selbstständiger. Und es ist höchstens der Kleine, der manchmal Schwierigkeiten macht. Dass er einmal brüllt, wenn ich wegkomme oder. Oder dass man nachher sagen, da habe ich immer nach mir gefragt, aber das ist glaube ich, nicht so tragisch. Ich meine, es ist ja verständlich, oder? Er ist erst 2-jährig. Also, dass meine Frau arbeiten, das ist ihr freigestellt. Solange sie Kind, Haushalt nicht vernachlässigen, warum nicht? Also finanziell gesehen ist mein Job natürlich eindeutig besser. Mit der alten Frau ihre. Also meine Arbeit ist im Prinzip ist gut. Ich würde sagen, wenn ich halbtags könnte arbeiten, wäre mir das auch recht. Wenn ich natürlich überhaupt nicht arbeiten würde und die Frau in der Gleichzeitung wieder heimbringen, ich weiß nicht. Momentan auf jeden Fall wäre es mir eigentlich auch noch gleich. Ich würde sagen, man kann Kollegen. Kann man auch, wenn, man als Hausfrau, wenn ich als Hausfrau könnte ich die natürlich auch pflegen, nicht? Könnte. Ja, das wäre sicher nicht schlecht. Auch jetzt, neben der vollen Stelle, hilft Charles Just oft im Haushalt. Er findet es selbstverständlich, dass sich ein berufstätiges Paar in diese Aufgaben teilt. Er war stark. Macht die Zimmer in Ordnung, tut zugen. Macht eigentlich mehr oder weniger alles, außer die Abstäbe. Entscheidungen im Haushalt werden gemeinsam getroffen.
Über Anschaffungen und Sparziele wird diskutiert, auch wenn die Verwaltung des Geldes zum Aufgabenbereich des Ehemannes gehört. Ja, bei uns die Finanzen. Wir wissen, was wir finanziell zusammen haben. Von der Frau und von mir. Wir wissen, was wir für unsere Ausgaben haben. Ich mache selber den Plan. Eine Aufstellung und dann arbeiten wir miteinander ausarbeiten und sehen, was wir auf die Seite tun und so. Wir haben das Geld quasi nicht da, oder? Wir beziehen einfach nur den Rest beziehen. Und die Frau weiss eigentlich auch, wo das Geld liegt. Sie kann also da selber auch verfügen, wenn irgendwie etwas wäre. Ja, mit dem Geld, das ich verdiene, gibt es von dem Geld extra Ausgaben, wenn wir uns tippen oder sonst irgendetwas in die Wohnung leisten wollen, wo sonst im Moment noch nicht rein mögt. Wird es einfach für das ausgehen, oder? Und dann einfach noch gewisse Rückhalt. Extravaganzen, die ich mir leiste. Das sind Kleider, Taschen oder auch Kosmetiksachen darunter, ja. Siehst du? Und das ist auch auf dem Schiff? Ja. Papa? Ja, ich glaube, man kann das schon besser Ferien leisten, als dass ich arbeite. Wenn wir mehr Geld zur Verfügung haben. Sonst gibt es einfach ein gewisses Ding, wie für Ferien weg da und man ist einfach nicht da. Und so kann man sich in den Ferien mehr leisten und man kann auch mehr ausgeben. Freizeit habe ich eigentlich nicht mehr so viel zur Verfügung, da ich arbeiten kann. Ja, genau. Meine Freizeit ist jetzt eigentlich ausgefüllt durch den Haushalt. Und mich mit den Kindern abgeben. Und wenn ich Zeit habe, dann tue ich Briefkontakt pflegen. Auf den Briefkontakt bin ich durch ein Heftchen. Dort haben wir die Adressen einschicken und dann haben sie veröffentlicht. Also im Moment habe ich 5 Brieffreunde. Das sind Frauen aus Deutschland, Holland und DDR und dann hat es auch aus der Schweiz darunter. Schreiben tut man einander ungefähr alle Monate einen Brief. Die Brieffreundinnen rüberzukommen, das ist einfach so mehr oder weniger ein Gedankenaustausch. Und da ich wenig Kolleginnen habe oder praktisch keine, dann ist das einfach der Ersatz für den persönlichen Kontakt. Was man einfach mit jemandem nicht aussprechen kann, schreibt man einfach, oder? Lilian Just hat sich als Frau nie benachteiligt gefühlt, weder zu Hause noch an ihrem Arbeitsplatz. Hat das Jahr der Frau etwas an ihrem Bewusstsein geändert? Was bedeutet dieses Jahr für Lilian Just? Bedeutet hat für mich das Jahr der Frau überhaupt nichts. Es ist ein Jahr wie das andere. Also ich meine, was man so im Allgemeinen über Frauenrechtlerinnen sieht, was gezeigt wird, ich weiß nicht. Ich finde einfach, die Frauen können insofern gleichen Lohn und gleiches Recht fordern, wenn sie genau die gleichen Anforderungen erfüllen wie ein Mann. Und das geht einfach nicht in allen Berufen. Ich finde, von den Frauen, die sich engagieren, hat es zu einem grossen Teil gar keine Arbeit der Frauen tun, sondern vielmal so eine, die nur mit Teilzeit arbeiten oder überhaupt nicht arbeiten und einfach das Gefühl haben, sie müssen die grosse Ausrufe von mir aus gesehen. Jetzt haben wir noch mehr 4 rote und 5 blaue. Das macht ihn. Hegt Lilian Just Wünsche für ihr Leben in der Zukunft? Wenn meine Kinder gross sind. Ja, dann nachher mache ich vor allem mal das, was ich nicht haben konnte, wo meine Kinder klein waren. Mal ein bisschen mehr vorgehen. Und ein bisschen mehr in die Ferien gehen. Lilian Just nennt ihren Beruf nur einen Job. Und sie leidet darunter, dass sie keine Freundinnen hat. Sonst aber ist sie mit ihrem Leben zufrieden. Und sie wünscht sich auch für ihre Tochter nichts anderes. Für deren Erziehung hat sie nur einen Grundsatz. Ich hätte meine Tochter vor allem zur Selbstständigkeit und für die Zukunft. Schreibe ich ihr ganz sicher nichts vor. Sie kann, wenn sie das Gefühl hat, sie müsse keine Lehre machen oder sie will eine machen, das ist ihr überlassen. Und ob sie heiraten will, das ist auch ihre Sache.